So, Chat, ich habe auf Stream das Schneegebiet geclearet. Da waren ein, zwei Bosse, die waren nicht schwer. Deswegen habe ich diese Waffe hier. Der letzte Wächter lag einfach im Schneegebiet rum. Das war gar kein Boss, der lag da einfach rum. Und dann ist man zu dem Typen im Knast gegangen und der hat einem halt quasi die Waffe gegeben. Deswegen habe ich die jetzt. Die kämpft sich auch ein bisschen anders. Die macht so Pieksis. Eigentlich ganz cool. So, und jetzt gehen wir im neuen Gebiet rein. Weil ich habe extra das gelbe Gebiet. Ach, das gelbe sage ich schon. Spinnenweh. Achso, hier, das. Es gibt hier kein geheimes Gebiet. Und die Fuchsquest war halt auch quasi nur ein Boss. Einer dieser. Es gab ja unweiß, untätig, unfähig und unrein oder so. Und das war einer davon, der der Boss war. Der wurde vermöbelt und dann war der Fuchs glücklich und der Fuchs ist gegangen und ich kann mich nicht mehr in den Fuchs verwandeln. Das heißt, wenn man die Quest macht, ist man gearscht und kann sich hinterher nicht mehr in den Fuchs verwandeln. Hat sich also eigentlich nicht gelohnt, die Quest zu machen. Richtiger Abfuck. Nein! Oh, ich habe ins Spiel geklickt, ich wollte nicht dahin. Wo bin ich jetzt hingegangen? Bestimmt irgendwo ins Schneegebiet. Da wollen wir nicht hin. Oh, ich habe noch die andere Rüstung an. Die muss ich gleich auch wechseln. Ach ja, Mr. Piggy ist ja da. So, Rüstung wechseln. Hä? Okay, wurden mir einfach die Rüstung nicht angezeigt. Nett. Kurz Schockmoment gehabt. Es gab nämlich einen Gigabyte-Patch. Also eigentlich waren es. Also ist ja auch immer faszinierend, ne? Man lädt 1 GB von Steam runter. Und dann entpackt Steam aber irgendwie 50 GB. Kompressionsverfahren bei Dateien einfach insane. Warum ist im Internet nicht einfach alles so? Warum wird im Internet nicht alles runterkomprimiert und man bräuchte nicht so krasse Internetleitung? Hallo Chat. Ja, der Monkey ist aus dem Bett gefallen. Hallo Dennis. Welcome, good sirs. The feast is all set. Please come in and be our guests. Dennis, kannst du jetzt mal Watchtime machen? Obwohl, ich hab Wort. Der tickt bestimmt nur alle 5 Minuten. Mach's in 5 Minuten. Mach mal in 5 Minuten. Der Prevent Viewers-Tick ist wahrscheinlich noch nicht passiert. Present, nicht Prevent. Is your lady not joining us again this time? Our lady prefers not to be seen in the lower realm. But she's been thinking of you all and sent this small token. She hopes your lady will recover soon and pay her visit up there. Oh, it's a pity she didn't come. Or she would certainly enjoy a splendid show we've prepared for her. But now, the gift's gone and blood's been shed.
Kannst mal ja in die Action-Queue schauen, sagt Dennis. Weißt du, was in meiner Action-History los ist? What's the jest? Zhu Ba Jie. I know you find your look embarrassing, but why hide from my mother with another pig face? Ja, aber ich kann nicht sortieren in dieser Action History. Ich kann da nicht nach sortieren. Wenn ich draufklicke, sortiert er nichts. Nach Name kann ich sortieren, aber nicht nach Q. After you ruined her house and her reputation, you're telling me you don't remember her. Reputation? Yao Guai's care about reputation. All she cared about was lust. Now I know. You're one of her spiderlings, aren't you? Well, well. Your rudeness is forgiven. Show some respect. Maybe I'll kindly pay your mother a visit. Visit or not, I'm afraid that is not your call. Die zweite Schwester, wir haben die erste nicht mal getroffen. Oh ne, Spinnies. Oh nö. Hallo. Ich hasse es, wenn das passiert. Brother, warum ist das so laut? Brother, Brother, So. Brother, Der war auf 49% der Sound, habe jetzt auf 10% runter. Warum immer Spinne, ich weiß es auch nicht. Okay, das können wir nicht blocken. Sehr gut. Neue Staffel Ring of Power geschaut. Da muss natürlich auch wieder Spinnen rein. Gut, ich habe jetzt keine Spinnenphobie, mich juckt das nicht, ne? Ist halt immer nur doof für Leute, die eine Phobie haben und das Spiel deswegen jetzt nicht mehr spielen können. Ab dem Boss hier quasi. Curse it. Bugs are bugs. Wearing human skin can't change your gross nature. Yeah, sure. We are so low compared to you, a glorious admiral of the court. And the last monkey still fresh in his grave. And here you are, another monkey's sidekick. Cut your bullshit! Get your mother to beg for mercy, and maybe I'll spare your foolish life! Truth is, the thing you seek is right here in the hollow. Flee now if you're too scared to come in. Scared my hoof! I'll destroy this rotten hole right now! Where else you'd build your lair. Dass der da jetzt irgendwas in der Stirn stecken hat, ist nicht gut. Call ich jetzt einfach mal. Obviously, ne? Das kann ja nicht gut sein.
Über Spinnenweben. Man sieht doch so schon immer so wenig in dem Spiel. Das ist eine Falle. Also call ich jetzt einfach mal, dass das eine Falle ist. Es ist, wirkt so deplatziert. Wo ist er? Da. Ich bekomme immer noch nicht das Zeug, was ich für die Rüstung brauche. Ah, doch keine Falle. Ist da was? So dunkel in der Ecke. Das Licht ist so weird in dem Level. Fast gesagt, habe ich HDR an, aber dann würde ich was sehen, wenn ich HDR an habe, weil HDR macht irgendwie alles immer so viel heller. Da ist ein Loch. Da ist ein Gong. Ja, mehr Leben. Nice. Dankeschön. Oh oh. Okay, es ist ein Cutscene-Loch. Okay. Albtraum. Geh ja schon. Es gibt eine Szene in dem Spiel, da spätestens da wird jeder Spinnenphobiker wegrennen. Die habe ich schon mal gesehen. Einen ganz kleinen Teil davon. Könnte sogar sein, dass sie jetzt kommt, wenn ich mir diesen Ort hier so angucke. Gürtelhaken. Die Leute warten ja bei Nexus-Mods darauf, dass es dann immer Mods gibt, die die Spinnen wegmachen. Wo ich mir dann halt denke, denkt da ein Spieleentwickler nicht dran so? Der haut eine Spinne rein und denkt sich, yo, geil. So, warum machen die nicht noch einen Phobiker-Modus rein so? Chitinstab, Ich habe schon von mehreren gehört, dass die bestimmte Spiele nicht weiterspielen können, weil immer eine Spinne drin vorkam. Ich sag dir, Dennis. Watchtime is cursed bei Streamerbot. Dabei haben die den Present Viewers Command so viel einfacher gemacht. Na, nimm. Giftresistenz erhöhen. Oh, okay, wenn ihr mir das schon gebt, ziehen wir das an. Wenn ihr mir was gegen Giftresistenz gebt, werde ich es anziehen. Ah, Streambot-Streams jucken nur keinen.
alle Streamer immer zu faul, sich damit auseinanderzusetzen. True. Feuerkreis. Nee. Den benutze ich nicht. Und da komme ich. Bist du ein Gegner? Ich kann dich nicht. Doch, ich kann dich anvisieren. So, aus ist aber nochmal Platz, deswegen bin ich so weggegangen. Aber macht nichts. Ist harmlos, der Bruder. Ich wollte sagen, was ist hier für eine Falle? So ein AOE-Angriff fehlt mir aber noch irgendwie gefühlt. Der Feuerkreis ist ja auch kein AOE-Damage. Der Feuerkreis heilt mich ja nur. Aber mir fehlt noch so ein AOE-Angriff. Für die ganzen kleinen Gegner, die hier sind. Warte mal. Die Brücke ist kaputt. Wir können nicht hier hoch. Machen wir das doch mal. Hallo? Geht's hier weiter? Hä? Aufs Dach kann ich nicht. Da geht's, glaube ich, lang. Oder auch nicht. Da ist ein Gegner. Komme ich da rum? Anscheinend. Ich wollte gerade sagen, die platzen doch. Die wabbeln rum. Natürlich beschießt du mich.
Stellt sich mir die Frage, kann man die großen Kokons irgendwie Feuer kaputt machen, bevor die rausplatzen? Wahrscheinlich nicht. Hey. Aus. Trinken. Da jetzt so ein AOE-Angriff wäre halt geil. Geil. Kurz Überblick verloren. Ich auch, Chat. Kein Ding. Was ist das hier für eine Albtraumhöhle? Welcher Überblick, ja. Den dachte ich mir auch gerade kurz. Ja, war klar. Robertino, kannst du auch mal bitte einmal Watchtime machen? Get Watchtime User. Auto Add Watchtime. Macht er aber. Er macht's. Was ist denn, wenn ich bei den Variablen jetzt den Robertino suche? Ich kann euch ja suchen hier in meinem Bot. Mein Bot protokolliert alles von euch. Watchtime hat er aber angeblich. Aber ich habe ja auch schon mal importiert. Dennis hat angeblich auch Watchtime. Technik-Faulty hat auch Watchtime. 30.08. Ja, das schreibt er. Das schreibt er. 14.32 Uhr hat er das letzte Mal Watched. 32? Das ist aber. Hä? Vor 10 Minuten? Der soll doch alle 5 Minuten schreiben. Warte mal, Robertino? Robertino hat da 14.37 Uhr geschrieben. Dennis? Jetzt gerade hat er Dennis neue Watchtime geschrieben. Okay. Mm.
User-Cooldown. Warte mal, vielleicht ist es das. Da ist ein Cooldown drauf. Nicht, dass der Quatsch macht. Macht mal nochmal Watchtime, bitte. Nicht, dass ihr den Command nicht machen konntet, weil ein Cooldown drauf war. Und er deswegen nicht getriggert ist. Check ich nicht. Get Twitch User one. Send Message. Hat Twitch einen anderen Send Matches, Message Command mittlerweile unter CPH? Was ist, wenn ich da jetzt... Ah, warte mal. Twitch? Oh, die sind ja alle hier drin. Twitch... Au. Send. Ah, nee, ist nicht dabei. Nee. Kein Message-Ding drin. Reply to Message. Hm. Hä, wie geil ist das, dass jetzt alle Twitch-Commands hier drin sind? Ich kann hier einfach durchscrollen. Hier sind alle Commands drin. Hä, das ist doch auch neu. Kannst du jetzt einfach durchscrollen? Geil. Aber da ist kein Send-Message-Befehl drin für Twitch extra. Zumindest sehe ich jetzt keinen. Viel zu viele Dinger. Ich scroll gerade alle Dinger durch. Ne, da ist nichts. Schade. Ja, ich will raus. Ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht. So. Ja, klingt nach einem Job für Zukunftsnefi, weil ab 17 Uhr muss ich nochmal nach... Ich muss nämlich gleich nochmal nach Düsseldorf düsen. Muss nämlich einen Koffer abholen für nächste Woche, weil ab Dienstag bin ich ja in Berlin bis Sonntag. Das heißt, ich muss gleich noch einen Koffer holen. Rückgrat aus dem Sack. Deswegen heute nur bis 17 Uhr circa streamen. Weil ich wollte nicht danach, weil ich, ne, hin und rückfahren ist schon so anderthalb Stunden. Und ich kann erst ab so 17 Uhr dahin. Das heißt, wenn ich um 17 Uhr da gewesen wäre und dann nochmal zurück wäre 17.45 Uhr, dann hätte ich bestimmt noch... kurz chillen wollen, dann wäre schon wieder 18 Uhr. Ich wollte nicht so spät streamen, deswegen heute so früh. Außerdem ist Freitag, heute Abend werden wieder genug Leute streamen. Deswegen ist es ja eigentlich nur smart, ein bisschen früher anzufangen.
Sag ich doch. Geh arbeiten. Kannst doch ein Video gucken, was ich geschnitten hab. Irgendwann mache ich einen Outtake-Stream, dann zeige ich euch alle Outtakes von dem Videomaterial, was ich so bekomme von den Leuten. Dann gibt es hier die Technik-Faultier-Outtakes, Sparmac-Outtakes. Dann schneide ich die Sachen einfach on-stream und sag's denen nicht. Dann halten die sich nicht zurück beim Film. Oh Gott. Okay, ich dachte, ich fall daneben. Genau. He's the most powerful hacker of all time. Richtig. Kannst du bei jedem Streamerbot-Command auch machen, Hackerman. Immer wenn ein Streamerbot-Command funktioniert, Hackerman. Aber so habe ich mich letztens wirklich gefühlt. Weil ich habe ja jetzt Sachen gegen Bits und Donations, die mein Mischpult beeinflussen. Da musste ich auch Hackerman spielen. Habe ich mich auch so gefühlt. Weil ich musste Netzwerkkommandos an mein Mischpult schicken. Mit dem Bot. Und das sind halt Sachen, die habe ich noch nie gemacht. Ich musste so UDP und TCP-Commands verschicken. War auch so Hackerman. So, ich habe echt viel Zeug bekommen. Ich habe irgendwie Rückgrat bekommen. Aber anscheinend nichts für hier. Gut. Erhöht Giftschaden. Okay. Kann zur Herstellung von Waffen genutzt werden. Achso, das ist von der Spinne vorhin für die Waffe. Das ist ein wichtiger Gegenstand. Das ist ein Quest-Gegenstand. Den habe ich einfach random aus so einem Spinnensack bekommen. Was ist denn das für eine Quest? Hau dich in den Foodlog, Dennis. Oh, ich habe mir gestern Tacos gemacht. So kleine. So Taco Bell-mäßig. Esse ich heute noch von. Habe ich viel zu viel gemacht. War nämlich nach zwei oder dreien schon satt. Pasta di Mare. Ich bin kein Fisch. Also so Meeresfrucht. Kannst du mich nicht mitkriegen. Aber wenn es... Guten.
Oh, kann man die doch vorher killen? Tatsächlich. Okay. Wieso sagen die die ganze Zeit Big Day? Oh Gott, was wird das wieder für eine Konversation, die wir gleich führen werden mit denen? Ah, das macht ein bisschen AOE-Damage, wenn wir ehrlich sind. Damit habe ich zwei erwischt. Ja, nee, bin ich kein Fan von. Nee. So Gambas und also so Lachs, so Nudeln mit Lachs esse ich noch. Da kann ich mich noch mit anfreunden. Aber ich würde mir nie, also ich würde mir eher eine Pizza Hawaii bestellen als eine Pizza Frutti di Mare. Um jetzt hier mal ein Statement zu setzen. Also. War das so schlau? Ja, aber das ist, also in allen Lebenslagen ist Fisch weiter hinten als alles andere. Ich bin einfach kein Fischmensch. Heuschrecken, das ist eine Ausrüstung. Wie cool ist die denn? Nur mache ich nie Sprungangriffe. Also selten. Moment, ich habe einen Yaoguai gekillt. Oh Gott. Die leben! Okay, es wird immer schlimmer. Mikella, bist du's? Bis später oder bis Weihnachten? Uff. Bis später. Passiert hier? Ich höre schon wieder Big Day. Big Day. Big Day. Gefällt mir gar nicht, wo ich hier lang laufe. Wirkt schon wieder alles falsch hier. Als ob ich schon wieder den richtigen Weg gehe, alles Optionale verpasse. Aber ich höre die Big Day Boys wieder. Vielleicht bin ich einfach nur im Kreis gelaufen, das wäre gut. Die sind extrem hyped. Ja, da sind sie. Ich glaube, die wollten nicht mehr hören, dass es so Big Day ist. I heard there's a great treasure hidden within. Wieso bist du da drin?
Why don't you take a chance inside? Das ist doch eine Falle. Das ist eine Falle. Ich habe genug Videospiele gespielt. Ich weiß, was hier passiert. Was bist du? Bist du die Falle? Okay, welche der Kisten sieht nicht komplett ripper? Oh. What the fuck ist dieser Raum? Okay, welchen Fluch habe ich jetzt auf mich gelegt, indem ich diese Kisten geöffnet habe? Welchen Fluch habe ich jetzt auf mich gelegt? Das... Hä? Macht die das Gleiche? Jeder Schluck stellt 36% des maximalen Lebens und eine moderate Menge Mana wieder her. Jeder Schluck stellt 36% des maximalen Lebens und eine moderate Menge Mana wieder her. Hä, aber die machen doch das Gleiche. Sterbe ich jetzt, wenn ich das trinke? Okay, sterben tue ich schon mal nicht. Oben irgendwas mit Resistenzen stand da. Ich habe Jade-Essenz vor, ich habe die Mix... Nee, Tränke. Moment. Achso, Moment, Jade-Essenz macht alles. Ich bin verwirrt. Die Verwendung der Gurte gewährt für kurze Zeit eine moderate Menge Brandresistenz und Immunität. Ja, dann ziehe ich ja doch die an, weil die dann besser... Ja, okay, dann bin ich gegen Feuer ein bisschen immun. Anscheinend kommt gleich irgendwas mit Feuer. Was bist du? Ich bin Raupi. Von warst du ein Boss? Proto-Armor-Wurm. Das ist eine Bossleiste. Warum gibt mir diese Frau einen Raum voller Kisten und einen Boss, der zu einfach ist? Ja, der wurde echt gemobbt, der Wurm. Das muss man halt leider sagen. Wo ist der Haken? Oh Gott.
Erhöht die Lebenswiederherstellung durch Verwendung der Gurte bei kritischem Leben stark. Oh, mehr Heal also. Ja, okay. Die konnte ich, glaube ich, jetzt machen. Neue Waffe. Wir machen jetzt bestimmt keine Pixies mehr. Nein. Okay. Jetzt kämpfen wir wieder wie mit der Standardwaffe. Das mit den Pixies war aber ganz praktisch manchmal. Oh fuck. So, warte mal, da war Big Day, Big Day, Big Day. So. Weiter runter. Nein. Da sind die Spinnenbeutel. Hier ist eine kaputte Brücke. Okay. Wir wollen runter, oder? Da unten war ich gerade drin, da war Horror. Oder? War ich hier? Ja, hier war ich. Aber bin ich... Oh Gott. Wieder habe ich den Wunsch, dass eine Map kommt. Also, dass ich eine Map kriege. Aber wird es halt nicht geben, ne? Moment, genau, hier bin ich runter. Nun dachte ich mir schon, scheiße. Habe bestimmt einen Fehler, aber hier geht's nicht weiter. Hä? Wo kommst du denn her? Das heißt, wir gehen jetzt wieder runter. Oh, da oben ist ein dicker Gegner. Ich glaube, ich habe einen Weg gefunden. Du?
Oh, ich krieg seinen Geist. Ich habe diesen Gegner noch nie gesehen, aber Hauptsache ich krieg seinen Geist. LOL! Fall runter und stirb. Ist er jetzt hinter mir? Aber lang gedauert, bis der stirbt. Skorpionprinz. Er stößt mit seinem Schwanz zu, um Feinde zu durchbohren und Gift in den Boden zu spritzen. Klingt nicht verkehrt. Vielleicht leveln wir den mal. Vielleicht leveln wir den mal. Müsste man dann halt ausprobieren, ob der aufgelevelt auch gut Damage macht. Bei Giftschaden bin ich immer ein Fan von, irgendwie. Wenn die Gegner noch so ein bisschen extra Schaden runterticken. Immer nett eigentlich. Giftbild mit den Schlangenbeschwörungen geht ja nicht. Der Skorpionprinz ist ja eine Beschwörung. Also kann ich nicht den Skorpion und die Schlangen machen. Klar kann man trotzdem Giftbild machen. Ich glaube, die Waffe, die ich habe, macht auch gerade Gift. Nee, macht sie nicht. Wahrscheinlich hier erst irgendwo. Vergiftet nach Verwendung der Gurde für kurze Zeit den Auserkorenen selbst. Da muss es ja irgendwann einen Buff geben. Nee, nee. Das unten sind keine zwei Geister-Ups. Das eine ist mein... Das hier. Der Umhang oder der Windzähmer. Und das andere ist das Geist-Ding. Das sind nicht zwei. Vielleicht gehen später noch zwei. Weil RT plus R wäre noch offen. Da könnte man noch was drauflegen. Wäre ich Fan von. Moment. Hä? Von wo kam ich denn ursprünglich? Von hier? Ja. What the fuck? Ich will mir sagen, hier ist nichts oder was? Da oben ist doch was, oder? Noch ein Skorpionentyp oder was? Nee.
Ich verstehe nicht, wann Gegner rauskommen und wann nicht, wenn ich die gar nicht hau oder was? Liegt schon wieder so eine Falle. Sorglos Gebräu. Sorglos Gebräu klingt irgendwie nach Alkohol. Klingt irgendwie nicht richtig. On your feet already, are you? Best keep clear of this mess. It's for your own good. Go find the pig before it's too late. Gut, das waren diese Zettel, die Geister fernhalten und sie wurde davon ferngehalten. Ist das jetzt smart gewesen, das abzumachen? Weiß ich nicht. Andererseits hat sie mir ganz viele Kisten geschenkt, aber es kann ja auch nur eine Falle sein. So, da kam jetzt ein Gegner raus. Warum? Ein starker Gegner vor allem, holy shit. Also, er hat ganz schön viel ausgehalten. Aber es leuchtet hier noch lila, warum? Hör auf lila zu leuchten, das sieht fancy aus. Ich habe immer noch den doofen Heuschreckenhelm auf, ne? Aber den anziehen bringt nichts. Eigentlich ist es schon smarter, den anzuziehen. Eigentlich den, weil... Das ist kein Set. Ich habe keinen Set-Effekt bei den anderen. Also macht es eigentlich nur Sinn, den anzuziehen. Aber der gibt mir noch Brandresistenz. Also können wir den anziehen. Sprungangriffe brauche ich nicht. Ist nett, aber ist jetzt irgendwie kein essentieller Move, den ich mache. Immer diese Fake-Viecher. Oh, wow. Hey, lass... Hallo? Wo kommt ihr denn alle her? Ich will mich hier an den Schrein setzen. Hallo, seit wann kannst du denn so oft schießen? So, darf ich mich jetzt an den Schrein setzen? Danke. Ich kann jetzt, glaube ich, auch Rüstungen bauen. Ich habe Goldfaden bekommen vorhin.
Jeder Schluck stellt 24% des maximalen Lebens wieder her, erhöht die Wiederherstellung bei kritischem Leben stark. Ne, da finde ich den immer noch besser. Ein bisschen Mana mit rein ist schon ganz nett. So, warte mal. Den wissen wir immer noch nicht, wie wir den bauen. Die sind nicht zu erweitern. Wir können. Gewährt bei erfolgreichen Treffern mit Geisterfähigkeiten bei der Rückverwandlung eine sehr große Menge Fokus. Ich glaube, ich nehme die Maske. Weil die Maske einen einzigartigen hat. Wir können Goldfaden kaufen. Hallo, Giraffenvogel. Was geht? Und Geisterkerne konnten wir kaufen. Da könnte man fast einmal kurz aufwerten gehen. Eyes doth see the Dao from the confines. It retains the energy of both this world and beyond. Ja, nämlich drei Kerne. So, dann geben wir uns mal mehr. Giftresistenz habe ich schon so viel. Ausdauerwiederherstellung ist eigentlich ganz nett. Davon nehmen wir mal ein bisschen was. Was bei dem tollen Wetter die Beine nicht mehr wehtun. Kriegst du, wenn es warm wird, auch so dicke Beine? Das kenne ich. Mir schwillen die Beine auch an bei so Hitze. Ich hasse das. You need a fine gourd to drink from. Yeah. I'll fetch you a fitting one. Oder tun die Beine wegen was anderem weh? Kann natürlich auch sein. Proto-Amurwurm abliefer, okay. I've only laid eyes on such a thing but once in the court. How come you bear it? If you leave it with me. I would be most eager to delve into its study. Du studierst die jetzt. Verbessern die jetzt meine Ernte? Das hätte ich jetzt vielleicht erwartet. Armor and arms. Just ask them they're yours. Ja, wehtun tun sie mir zum Glück nicht, aber bei mir schwellen die schon an die Beine. Kann halb mitfühlen. Wichtiger Gegenstand. Ich kann den. Nee, den verkaufen wir mal nicht. Erhöht den Angriff nach Einsatz einer Geisterfähigkeit oder Nutzung eines Gefäßes für Zeit. Okay, jetzt können wir das anziehen, weil jetzt haben wir ja die Maske und das an. Das heißt, wir kriegen den Set-Bonus. Das heißt, es lohnt sich jetzt.
So. Da wollen wir hin. Ein Korsett an. Das ist hart. Und bei dem warmen Wetter nicht förderlich, auf jeden Fall. Aber heute geht's jetzt und ich hoffe nächste Woche Berlin. Ich habe gesehen, Mittwoch Berlin, nächste Woche irgendwie 32 Grad, ich werde sterben. Jetzt schon keinen Bock. Ich hoffe, das wird einfach nicht wahr, was da im Wetterbericht stand. Ich hoffe trotzdem, dass es nicht wahr wird, weil das hat sich innerhalb von 3 Tagen 2-mal geändert. Ich hoffe einfach, das ändert sich nochmal. Da ist bestimmt kein Boss in diesem Haufen. Ah, ich dachte, das wäre eine Zecke. 1000 Füßler, Guai. Also, 1000 Beine hat er aber nicht. Sieht ja eher aus wie Fühler, ne? Oh, ich bin fast tot. Weil der Gift macht oder so, ne? Knoten der Leere. Geil. So. Selbstbestimmung. Bestimmen uns mal selbst. So. Aber das ist wieder ein Giftgeist, ne? Er rollt sich zu einem Rammfeind. Ah, macht nichts mit Gift. Weißt du, warum machen die Feinde denn Gift, aber als Geistform sind sie dann useless? Oh, hi.
Bei den Gegnern stört mich, dass man die nicht angreifen kann, während die aufstehen. Dass man immer warten muss. Oh Gott. Alter, wie viel halten die denn aus? Das sind nur Würmer. Halbe Bosskämpfer einfach bei den Viechern. Noch ein Rückgrat aus dem... Wieso sollte ich das doppelt haben wollen? Kann man das verkaufen? Wenn man die doppelt hat? Also für meinen Geschmack haben diese großen Würmer zu viel AP. Ist ein Schrein, sehr gut. Dann würde Deutsch-Exe kurz ausgesetzt. Da haben wir wahrscheinlich wieder eine Katze mit der Frau. Bist du fake? Oder auch nicht. Oh, links war noch ein Gegner. Gar nicht gesehen. So.
Was bist du? Du bist eine Hand. Klar nimmt man einfach was aus so einer creepy Schlangenhand. Käferhand. Klar nimmt man da einfach so einen Spiegel raus. Klar. Buddhas rechte Hand. Dann will ich nicht wissen, was die linke gerade macht, ganz ehrlich. Sieht jetzt aber nicht mehr aus wie eine Hand. Oh, ich bin an Gift verreckt, das viel zu hart war anscheinend. So, warte mal, was können wir denn machen? Essens... maximale Ausdauer. Kritische Trefferchance. Maximales Mana. Anti-Miasma-Pulver. Puder. Davon hauen wir uns mal alles rein. Let's go. Ich hasse Gegner, die ich nicht sehe. Scheiße. Scheiße. Da hätte ich einen besseren Moment wählen können zum Einfrieren. So. Heißt, ich gebe zweimal, weil du warst die rechte Hand. Weiß ich nicht, ob ich das gut finde. Das ist nett, danke schön. Bist du nett oder nicht? Ich verstehe es nicht. Irgendwie habe ich die Befürchtung, dass wir trotzdem gegeneinander kämpfen am Ende. Obwohl du nett bist gerade. Hey. Mich einfach Affe genannt.
Feiner Goldfaden. Sehr gut. Den brauchen wir auch. Wichtige Gegenstände. Echo der Vergangenheit. Mehr Mana. Ist ja nicht so, dass ich schon extrem viel Mana habe. Aber hey, ich beschwere mich nicht über mehr Mana. Passiert eigentlich selten, dass ich während eines Bosskampfs out of Mana gehe mittlerweile. Spinnenfrau befindet sich gerade ziemlich in einer ziemlichen Grauzone. Wieso Grauzone? Toll, ich hasse es. Oh, jetzt hast du zwei Wege, wo du runterspringen musst und nicht mehr zurück kannst. Ah, ich komme doch zurück, hab nichts gesagt. Die Brücke sieht aber irgendwie sehr seriös aus, deswegen gehen wir erst den anderen Weg. Ist jetzt nett oder nicht? Ja, weiß man nicht. Lädt man die jetzt auf einen Kaffee ein oder nicht? Immer diese Rätselspielchen. Oh shit. Mann. Ich hoffe, es ist optional hier. Nee. Natürlich nicht. Die hat mein Schweinchen einfach übernommen. Das ist nämlich eine Bitch. Oh, schon wieder Big Day. Die hypen schon wieder. Wahrscheinlich ist sie die böse Schwester und die andere die nette. Apologies for keeping you waiting, sisters. Wow, is he really the one mother's been expecting? I thought he would look better. He's not much to look at. But as long as mother is happy. Not much of a looker. But quite a fighter, though. Had to use mother's ancestral vessel to take him down. Still aching. Aren't you diligent? Such a rare catch. Why not let our sisters have it first? Think before you talk. This is the one mother is set on. One scratch. And none of us would like the results. What would this marriage change? We are bound to this ill place, one generation after another. Even you like this farce. Go. Go ahead and watch. Sisters, the feast is yet to start. Don't tell me you're drunk already. Right, he's nothing but mother's meal. No need to make a big fuss over him. Here, he is all yours. You've done great. Lasst euch nichts vormachen, Chat, das sind alles Spinnen. Das sind nur, ne? Das sind keine echten. Weil ich habe mir gerade überlegt, so, Mann hat die viele Töchter, aber es ist eine Spinne. Also, natürlich. For decades, she's been tortured by her wound, all thanks to this dumb thing. And yet, she still wants to marry him, no. I can't do this anymore. Love is not about forgiving or getting even.
never a fair game. It's about two souls woven together by fate. But I... Neither of us was born then. We never witnessed her past. That's why we can't understand her obsession today. Have you told Uncle? Let's worry about that later. Though her joy is borrowed, it's still joy before it's returned. You, come with me. Ahead is Mother. Das ist bestimmt eine schwarze Witwe. Die wollen unser Schweinchen futtern. Mother is usually nice. Ja, bis nach. Ja, ihr wisst schon. Eine Medusa auch noch? Was ist denn das alles? Years up there haven't been kind to you. But you're with me now. Ich habe in die Augen geguckt. Girls, let the feast begin. Muss mal eben was gucken. Ja, dachte ich mir nämlich. Ich wusste, ich erinnere mich richtig. Feast heißt nämlich auch Festmahl. Kann man jetzt so oder so sehen. Feast heißt nicht nur Fest, das heißt auch Festmahl. Also, Schweinchen wird gleich zu Gottlet. Wird er wahrscheinlich nicht, weil wir werden ihn retten, aber Moment, wie komme ich jetzt wieder zurück? Komme ich zurück? Nee, doch, warte mal, hier war doch ein Weg, oder nicht? Hat sich der Weg... Ich bin doch vorhin hier runtergelaufen, oder nicht? Hat sich der jetzt hier geändert, der Weg? Och, nö. Bin doch vorhin hier durch einen Weg gegangen. Okay. Gehen wir nicht über diese Brücke. Müssen wir später machen. Oder wenn wir einen Reisepunkt kriegen. Oh ja. Oh Gott, sind das... Oh Gott. Ich habe ja keine Spinnenphobie, ne? Aber wenn ich durch so einen Gang voller Spinnenweben gehen müsste, würde ich mir auch... Ach, fuck you. Gerade so noch gereicht. Hab die Füße noch getroffen.
beide erwischt? Oh nee. Moment. Nein! Oh, okay, zum Glück habe ich den Wurm getroffen. Was geht hier ab? Hallo. Das waren viele Gegner. Ich glaube, das waren die meisten Gegner, die ich jemals auf einem Screen hatte. Anscheinend oben lang. Unten war nur eine Falle voller Gegner. Aggressive Moskitos, hier muss Australien sein. Allgemein alles ziemlich aggressiv hier. Wie eine Schnitzel zitieren. War so gar keinen Bock drauf. Kann ich das irgendwie umgehen? Die wie Angst vor Spinnen? Wüsste ich jetzt nicht. Ekel höchstens, oder? Was beschießt mich denn da? Er da. Tisch getreten. Die Spinnenkuh, ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. Oh.
Weißt du, Kamikaze-Gegner habe ich noch nie verstanden. Immer nervig. Laufen zu dir hin und platzen. Ja. Dumm. Ja, ja, klar. Das weiß ich. Ich hab die anderen Gebiete alle nochmal durchcampt, nachdem ich die Story gespielt habe. Und ich müsste auch alles haben, bis, also in dem Gebiet hier nicht. Aber in den anderen Gebieten müsste ich alles haben. Theoretisch. Zumindest... Mir ist auch aufgefallen, ich habe einen Bug bei mir, Chat. Das muss ein Bug sein. Und zwar der hier fehlt, das ist im ersten Gebiet. Aber wisst ihr, wer das ist? Das ist der blaue Riesenkopftyp, den ich nicht einsammeln konnte. Ich habe den anscheinend zu früh besiegt. Der wurde mir nämlich nicht hier eingetragen ins Buch. Der fehlt. Das heißt, der ist verbuggt. Das heißt, ich muss theoretisch, es gibt New Game Plus, das weiß ich schon, im New Game Plus den nochmal klatschen, damit ich hier die Einträge alle voll hab. Ich habe den einfach zu früh besiegt. Ich war zu krass. Ich konnte den Geist nicht einsammeln von ihm und ich habe den Eintrag von ihm nicht bekommen. Ich glaube, der wurde mir nicht eingetragen, weil ich den Geist ja... über das Menü habe aufgehoben, als ich diese Flasche bekommen habe. Und da gab es ja diesen Menüpunkt Geister einsammeln. Und ich glaube, deswegen habe ich den Eintrag nicht bekommen. Ein bisschen ärgerlich. Sonst habe ich alles. So, gehen wir mal das Fest mal begutachten. Meint ihr, es kommt gleich eine Cutscene, wo er so einen Apfel im Mund hat? Ich würde es feiern. Oh shit, okay, er hat keinen Apfel im Mund. What on earth? It was one merry night, and now she wants to take my life. You are following me like a shadow. Can't you do anything? Ist er größer geworden? Ach Mann, warum bin ich so dumm? Ich friere Gegner so oft in der Luft ein, das ist so hohl.
Ach Mann, ich hasse seine verzögerten Angriffe jetzt schon. Kein Achievement bekommen. Das heißt, er hat eine zweite Phase. Kommt noch mal. Kein Achievement bekommen. Wollt ihr mir sagen, der hat mit der Oma gebumst? Das erklärt einiges. Spider-Schweine-Incoming. Ja. Spider-Schwein, Spider-Schwein. Das sieht nach einer großen Arena aus. Gerade eine Nachricht bekommen, musste ich lesen, weil... Hä? Weil ich wollte ja eben 17 Uhr Feier machen, aber das passt mit der Nachricht immer noch. Man kann sich in dem Matsch hier nicht richtig bewegen, by the way, deswegen... ist das hier so weird zu kämpfen. Ich komm nicht weg von ihm! Oh Gott! Chill! Nein, das passiert mir so oft, das ist unglaublich. Okay, er hat sogar eine dritte Phase, let's go.
Komm, dash auf mich zu. Das, was Schweine halt so machen. Ich geh mal von dir weg, ne? Ja. Anonymer Schenker schenkt Affenschweinemann einen Sub. Dankeschön. Jetzt ist ein Nashorn. Okay. Danke für den verschenkten Sub, dankeschön. Ich kann dir nicht anhalten, okay. Okay, wenn er in dieser Matschform ist, können wir nichts machen. Ich wollte mich gerade beschweren, warum er die Scheiße nicht trinkt. Also Tränke trinken in dem Spiel immer Pain. Und nochmal ein Sub an Monkey Rhino. Dankeschön. Die Phase mag ich nicht. Bin tot. Schade. Ah. Die Phase ist dumm. Danke für die verschenkten Subs. Aber auf Geschenksubs ist noch kein Rabatt, ne? Glaube ich. Ja, jetzt weiß ich ja, dass ich in seiner dritten Phase erstmal die ganzen Sachen. Hallo, René Häusel. Luftbomben? Nee. Auf eigene Subs, auf dreimonatige und so. Ich glaube, auf Geschenksubs noch gar nicht. Auf Bits auch noch nicht. Das kommt ja alles erst noch. Was ist das für ein Opener? Auf 5er Subbomber hast du gerade Rabatt. Okay, cool. Ja, das war ein Scheißanfang hier. So, ich will mir das Gezappel jetzt nicht wieder angucken. Danke. Bei 100er Subbomb habe ich 100% Rabatt. Du kannst 100 Subs verschenken. Umsonst. Moment. Klingt irgendwie nach einem Lifehack. Ich
paar hundert Euro. Okay, das klingt schon realistischer. Ja, 100 Euro bei einer 100er Bombe sparen? Das wäre lecker. Aber Twitch wollte das ja eigentlich nicht machen. Deswegen verwirrt mich das so. Weil das wäre ja ein guter September, weißt du? Alter, willst du mich verarschen? Ja! Ach, ihr wollt mich doch verarschen. Ich werde sterben. Okay. Ich habe es irgendwie überlebt. Willst du mir jetzt sagen, ich muss diese Phase jetzt noch überleben? Danke. Ich möchte anmerken, der Boss ist eigentlich tot. Eigentlich ist er tot. Er war die ganze Zeit schon tot. Wow. Stimmt, Twitch hatte irgendwie random Rabatte auf Subs gegeben, manchen, ne? So richtig weird. Twitch macht so komische Sachen. Ja, guck in den Spiegel. Guck, Schweinchen. Spieglein, Spieglein in der Hand. Wer ist das schönste Schweinchen? Oh, das bist du? Bist ja ein sexy Schweinchen. Die goldene Nähnadel. Wir babysitten den mehr, als er uns hilft, ne? Also wirklich. Haben wir diese Nähnadel jetzt aufgehoben? Ah, blutgetränkte Nadel, ja. Ist das nicht meistens so in den Games? Ja, irgendwie schon. Jademondkaninchen. Das klingt ultra fancy. Möchten Sie ein Jademondkaninchen? Das klingt gleich nach, hier, du bist 500.000 Euro ärmer. Gehst zum Raritätenhändler? Raritätenhändler sagt, ich gebe dir 50 Euro, dann ist der Bums gut bezahlt. Raritätenhändler stellt Jademondkaninchen für 50 Millionen in den Shop. Schlamm, der bei der Rückverwandlung und dem Ende von Geisterfähigkeiten zurückbleibt, verleiht für kurze Zeit eine beträchtliche Menge Schadensreduktion. Okay. Weiß ich nicht, ob ich das will. Ich glaube, ich will erstmal meine unreinen Stulpen haben. Oh fuck, das sind die. Ich will die haben. Ah. Schlamm, der... Was für Schlamm? Wo kommt jetzt der Schlamm her?
Du hast keine einzigartige Fähigkeit. Du auch nicht. Du auch nicht. Wir machen erstmal die Rüstung. Ich will am Ende eh wahrscheinlich alle bauen. Haben wir diese Goldrüstung zumindest schon mal komplett. Was ist... Warte mal. Erhöht die Schadensreduktion leicht. Dieser Effekt wird durch Anlegen der goldenen Sonnenkrähe gestärkt. Was? Wieso habe ich davon 3? Wieso findet man davon so viel? Muss eine gewisse Einzigartigkeit besitzen, es wäre weise, sie zu behalten. Wer ist die goldene Krähe? Und wo kriege ich sie? Wo bin ich? Ich esse die nicht. Ich auch nicht. Ich dachte mir gerade, ich höre noch einen Gegner. Wer ist es? Natürlich ein Gegner, der Kilometer über mir ist, den ich nicht treffen kann. Ja. Wollte ich. Aber dafür müsste ich mich wieder komplett woanders hinporten. Das heißt, ich kann es auch später machen. Skanda der Geistesformation. Das ist das dritte Skanda, das ich jetzt habe, glaube ich. Ich weiß noch nicht mal, was ich mit den ersten beiden mache oder gemacht habe. Ja, das Spiel ist so schlimm. Vorhin war da so eine Brücke und dann dachte ich, okay, die Brücke sieht seriös aus. Das sieht aus, als ob das der Weg wäre, den man gehen soll für die Story. Dachte ich mir, okay, gehe ich einfach mal durch diese Felsformation, die total unscheinbar aussieht. Zack, Cutscene. Denkst du, oh, da wollte ich nicht hin. Also das Spiel ist da wieder Meister drin. Wir müssen hier eh nochmal durchs Gebiet, weil ich werde in dem Gebiet eh nicht alles haben, wenn ich mit der Story durch bin. Also, wir müssen hier eh nochmal ein zweites Mal durch. Zu 100%. Oh, das ist ein Geist. Geil.
Ich finde es viel schlimmer. Also das Schlimmste, was ich finde, was verpassbar ist, das ist die vier Drachenbosse. Wovon ich jetzt schon drei habe. Aber die verpasst du ja, wenn du am Anfang in der Wüste entweder aus Versehen nicht den Weg öffnen lässt von dem Boss oder du irgendwie auf die Idee kommst, mit einem Geist diese Wand zu öffnen, die total unscheinbar aussieht und nicht danach aussieht, als ob man da rein könnte. Also, das fand ich wild. Da verpasst du dann vier Bosse durch. Also, einfach so. Ich weiß. Ich habe aber in der Wüste und in dem Wald, da habe ich alles. Zu 1000% habe ich da alles. Auch wenn ich ein Fragezeichen habe bei der Gegnerliste. Das ist der Bug, wo ich gerade gesagt habe, das ist der Typ mit dem großen Schädel. Den goldenen Typen habe ich nämlich geklatscht. Da fehlt kein Gegner. So. Ich habe alles. Ich habe den geheimen Bereich. Was ich jetzt halt nicht habe, ist nur in dem Bereich hier. Ich habe sogar im Schneegebiet alles. Hoffe ich. Das Problem ist, man kann nicht nachgucken. Das Internet ist noch nicht bereit für ordentliche Listen. Weil immer, wenn man danach guckt, ob man wirklich alles hat, spätestens im Schneegebiet stand, zumindest letzte Woche noch, ja, müssen wir noch einfügen. So, die haben nicht weit genug gespielt, so nach dem Motto. Weil im Wald und in der Wüste habe ich nachgeguckt, ob ich da alles habe. Weil ich auch sicher war, dass ich alles habe eigentlich. Weil da kann man ja ganz gut, man kann ja ganz gut danach gehen, wie die Einträge sind. Wenn man alle Könige hat, ne? Hat man zumindest die fetten Bosse. Und wenn man die Oberhäupter, also das, ne? Ja, ist halt der eine Boss, der fehlt. Und wenn man die Oberhäupter eigentlich hat, das ist halt alles jetzt noch möglich hier, zwischen Makakenhäuptling und der zweiten Schwester, das ist alles möglich, dass das alles dieses Spinnengebiet ist, was hier fehlt und nicht der Schneegebiet. Sehe ich halt erst, hier ist es dann verbaut, wenn du zu weit bist mit der Story. Ja, vielleicht bin ich auch schon zu weit, das ist immer das Ärgerliche. Wobei verbaut hatte ich bisher noch nichts. Ich konnte immer noch alles machen. Es gab eine Sache, die konnte man sich verbauen, glaube ich. Die habe ich mir nicht verbaut. Ich weiß nicht mehr, was es war. Pills are reliable, but be wiser than relying solely on them. Ja, es ist halt, ich weiß nicht, ich finde das immer dumm, wenn man sich durch normalen Story Progress Sachen komplett verbaut. So, gib mir doch einfach die Möglichkeit, es irgendwie nachzuholen ohne New Game Plus. So, das ist immer voll nervig. Shame in taking the pills. More unfair are the innate skills.
Aha. Das Spiel hat mich gespoilert. Es gibt eine linke Hand. Habe ich ja auch nicht schon gesagt oder so. What's fair to the eye may prove foul to handle. Meinst du das mit der Wand kaputt machen mit dem Drachen? Das fand ich wild. Da bist du noch nicht, okay. Das Spiel hat aber viele, also hat viele so Dinge, wo du dir denkst, wie soll man da drauf kommen? So, selbst auch das mit den Drachen mit der Wand zerstören, so, der eine Typ hat darüber geredet, dass es das gibt, aber das, ja, also, come on. So, warte mal. Ich meine, René. Weil René sagt, dass es wilde Sachen gibt, die man verpassen kann, weil das Spiel keine Hinweise darauf gibt. Das fand ich schon bei den Drachen schlimm, dass du diese Drachenbosse machen kannst. Kurz gedacht, die Hand wäre ein Gegner. So. War das hier mit der Brücke? Oder war das da? Da, die Brücke meinte ich. Da will ich hin. Da waren wir noch nicht. Muss ich nur überlegen, wie ich wieder hinkam. So, hier dachte ich mir nämlich, oh, die Brücke sieht seriös aus. Da sollten wir jetzt nicht rübergehen. Also bin ich den unscheinbareren Weg gegangen. Das sieht auch sass aus. Holy fuck, sieht das sass aus. Da kann man rumlaufen, okay. Wenn man hier nicht hätte rumlaufen können, hätte ich versucht, mit dem Big Cat Geist das Ding einzuschlagen. Oh Gott. Ich hasse alles. Oh Gott, ich hab mir den Weg verbaut. Boah, ich hasse das. Das hasse ich gerade sehr.
Das ist gemein. Ah, oh, das ist fies. Jetzt fangen sie auf einmal an, damit zu spielen, dass man irgendwo runterfallen kann. Was ist das denn? Da haben sie im Gefängnis schon ganz langsam mit angefangen. Und jetzt machen sie so einen Quatsch. Wie weit folgen die mir? Jetzt haben wir zumindest schon mal alle aktiviert, die mir gefährlich werden können. Geil. Eigentlich will man da durchrennen, ne? Wieso? Er springt runter. Ich hasse das. Er springt einfach runter. Ich habe nach rechts gedrückt, ich schwöre, aber er. Der Abgrund hat mich angesaugt. Er springt einfach. Ich überlege gerade, den Zauber zu wechseln. Ich weiß nicht, ob er mir was bringt an der Stelle. Nachteil wäre halt, wenn danach ein Bosskampf kommt. Nee, die bekämpfen sich nicht gegenseitig, die hauen einfach nur dumm rum. Die machen sich leider keinen Damage. Der Tausendfüßlergeist, dieser Mantis-Tausendfüßler oder wie der hieß, der könnte... Guck mal, vor allem hier kann ich nicht runterfallen. Null. Und dann fangen sie auf einmal an, so Brücken zu bauen. Also, ich wollte da gerade runterfallen, ging nicht. Und da werde ich sogar runtergesaugt in den Abgrund. Und da fangen sie dann an, auf einmal so Brücken zu bauen, wo du dann sofort runterfällst, sobald du einen falschen Schritt machst. Das ist einfach eine Mechanik in dem Spiel, die gab es vorher nicht. Oder die wird vorher nicht behandelt. Also existiert nicht. Runterfallen gibt es nicht eigentlich. Ganz selten gibt es das und meistens stirbst du nicht. Das ist so random Game Design wieder. So, da dachten sich die, ach jetzt möchte ich so eine Brücke, wo man runterfallen kann. Aber das hatten wir vorher im Spiel nicht einmal. Ist egal, wollen wir haben. Im Wolkenschritt natürlich easy, ne? Aber jetzt habe ich halt den Wolkenschritt, den ich nicht will. Den kann ich ja jetzt am Schreien erst wieder ändern.
Oh, Trank-Upgrade, sehr geil. Nehmen wir mit. Wieso? Wieso gönnt ihr nicht einfach? Yes! Sehr gut. Besser ging nicht. Oh, der Drache ist hier. Oh. Hier ist irgendwo der Drache. Zum Schreien, sehr gut. Gehen wir zum Schreien, dann suchen wir den Drachen hier. Den Long. Oben ist eine Kiste, habe ich gesehen. Da steht ein Dude. Zumindest kam das Gelaber immer nur, wenn der Drache da war. So. Oh, warte mal. Den wollte ich mal ausprobieren. Gerade überlegt, ob ich nochmal raste. Toll, die Kiste ist schon geplündert. Kann ich gleich Skorpionprinz mit Skorpionprinz bekämpfen? Der stirbt aber theatralisch. Holy shit, Mann. So, hier irgendwo ist entweder ein geheimer Bereich, den ich aufdecken kann mit der Schuppe, oder hier chillt irgendwo der Drache einfach so rum. Ah, wir sind auf der Seite jetzt. Ah, cool. Okay, jetzt weiß ich, wo wir sind. Hilfe? Wieso kann ich da runter? Achso, das ist die Brücke. Da wollen wir nicht runter. Da will ich im Idealfall nie wieder hin.
hier vorhin Gegner gesehen? Ah. Mobbingkreis. Sehr gut. Gib Geist. Danke. Das sind Zecken. Aha. Ah. Ja, okay. Ich glaube, ich weiß, wo ich da hinkomme. Ja. Bin ja auf der Suche, entspann dich. Bist du ein Drache? Nee, bist du der Flaschenmann? Was bist du? For all his foresight, Yuan the sign teller could never have known that. I've hinged upon his garb as a pattern. Sire gave his life to pave the way for the journey. And not a day passes that we do not yearn to avenge. Du bist along. Yet every day we find ourselves adrift without a home to call our own. Kommen die trotzdem, wenn ich die Schuppe nicht habe? Das würde mich gerade interessieren. Der macht mich fertig, glaube ich. Der macht schon gut Damage, der Skorpion. Aua. Der Skorpion vergiftet, ja. Das ist nicht gut, was hier gerade passiert. Boah, okay.
BB, Dennis. Oh, toll, der Skorpion hat nicht getroffen. Alter, macht der Damage, ne? Uiuiuiuiui. Endlich mal wieder ein Boss, wo ich sterbe. Geil. Geil. Der Clip ist zu kurz eingeblendet, ist mir gerade aufgefallen. Der Damage nicht ausgesprochen, da fehlt eine halbe Sekunde. Oh fuck, das ist ein Finishing Move, hey. Geilo. Emotional Damn. Tick, 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 tick. Schade. Auto-Aim vom Boss wieder nicht getriggert. Sehr gut. Ja, oh, das ist wieder so ein Boss, der hört nicht auf zu kämpfen. Der macht immer Angriffe. Egal, was er tut. Ja, ich bin tot, schade. Ah, der ist aber mal wieder schwer. Zehn Minuten habe ich noch, Chat. Muss ich feiern, Mann. Wann haben wir heute mal einen schweren Boss gesehen? Schaffen werde ich den, glaube ich, nicht. In den 10 Minuten.
Are you sure about that? Ja. Da trifft der Scheiß nicht, Alter. Ich kann nicht mehr dodgen, wenn ich den geblockt habe. Jedes Mal kriegt er mich da. Der Move ist so ekelhaft, ne? Da hört er nämlich nicht auf anzugreifen. Hör auf jetzt! Ist jetzt mal gut. Oh Gott. Die Phase ist die schlimmste. Das ist die schlimmste Phase. Aber geil, freue ich mich. Den können wir nächstes Mal verprügeln. Mal wieder ein Boss, der ein bisschen härter ist und kein First-Try, Second-Try-Boss. Das hatten wir nämlich jetzt fast die ganze Zeit. Ach, da war ich. Hier oben war ich noch nicht. Haben wir uns hier noch die Kiste? Oh nice, wir können den Skorpion jetzt nochmal aufwerten. Hat sich gelohnt. Ich weiß nicht, ob ich das pullen will. Das ist irgendwas mit Story. Das ist mal noch hier. Jetzt bin ich wieder an dieser Brücke. Oh nein! Oh. Okay.
Jetzt haben wir den nämlich komplett aufgewertet. Man muss echt oft in diesen Shop gucken, weil manchmal sind da echt gute Items drin, die man kaufen kann. So, packen wir uns schon mal Tränke rein fürs nächste Mal. Das ist natürlich ein legendärer Trank, ne? Aber es ist ein Long-Aura-Trank. Wir schaffen das auch ohne. Kosten alle Aktionen für die kurze Zeit keine Ausdauer. Kein Mana wäre geil. Kostet für kurze Zeit kein Mana wäre insane. Haben wir irgendwas gegen... Der macht nämlich schon wieder... So Blitzzeug. So, wir sind vorbereitet für den Boss. Lustig. Du hast ihn schon mal gesehen, aber du weißt nicht, wer er ist. Sehr schön. Dann rasten wir nochmal und machen Feierabend, Chat. Heute kurzes Vergnügen, wie gesagt. Ich muss nämlich jetzt